Gimme that, Bro 5. Hier ist wieder Coentos und ich sage Welcome back to Ghost of a Tale. Ich bin immer noch im Inventar, weil ich in der letzten Folge so viel vorgelesen habe. Und warte mal ganz kurz. Ich wollte zu den Werkzeugen, denn hier gibt es einen kleinen Trick, dann müssen wir uns hier nicht immer so... Ach Mist. So geht der Trick nicht. Dann müssen wir uns hier nicht immer so drumherum schlängeln. Und hier wollte ich gar nicht hin. Wollte nämlich eigentlich hier runter. Weil es hier unten noch etwas gibt, was ich so ein bisschen übersehen habe. So, dann haben wir das mit den Fallen. Und zwar, nee, hier war das nicht, sondern... Hier, wo war denn diese Folterkammer? Da war die. Ich habe nämlich beim Nachschauen, also bei, als ich die letzte Aufnahmesession bearbeitet habe, ist mir eingefallen, dass es hier ja so ein endlos Stöcke-Paradies gibt, also so, wo wir komplett unsere Stöcke auffüllen können. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, irgendwas muss das doch bewirken. Und da ist mir natürlich eingefallen, natürlich können wir bestimmt hier irgendwas machen. Hier gibt es einen purpurroten Pilz für uns. Und den brauchen wir natürlich für... Fatal, die das für ihren Schlaf braucht, also für ihren Schlaftrunk. Achso, ich werde mal ganz kurz speichern. Hier draußen gibt es auch noch so ein Teil, ich weiß gar nicht, was es da gab. Ich glaube, hier war nur ein Apfel drin und ein Apfelrest. Was ist das? Dann fülle ich noch unsere Stöcke auf und dann kommen wir endlich mal dazu, Faustus zu suchen. Ich habe in einer früheren Folge mich ein bisschen darüber ausgelassen, dass man es als beginnender, aufstrebender YouTuber so ein bisschen schwer hat, weil man so viel Kritik hat. Und dabei habe ich unter anderem, glaube ich, einem Freund ein bisschen Unrecht getan, weil ich das nicht fertig zu Ende ausgeführt habe, was ich da eigentlich sagen wollte. Ich hatte nämlich, ich muss jetzt ganz kurz überlegen, wo wir hier eigentlich lang müssen. Ich hatte nämlich gesagt, dass es mich ein bisschen geärgert hat, dass er so, ja, wie soll ich sagen, dass er mir gesagt hat, was ich alles an meinem Dings verändern soll, was ich an meiner Art zu Let's Playen verändern soll und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich werde hier übrigens nochmal ganz kurz zwischenspeichern, weil wir dort unten in eine gefährliche Situation geraten. Und ich nicht weiß, ob wir das überleben und dann machen wir hier wenigstens weiter. Hier geht's nur mit dem Brennereischlüssel weiter, ja. Ich habe ihm ein bisschen Unrecht getan, weil ich sagen muss, er hat's trotzdem gut gemeint. Weißt du, er ist daran interessiert, dass ich hier auch erfolgreich werde mit dem Channel, dass noch mehr Leute auf den Channel finden. Und das rechne ich ihm ganz hoch an. Es ist bloß so, dass es halt auch ein bisschen anstrengend ist zum Teil. Scheiße, das wollte ich nicht wieder zumachen. Und vergiftet. Also, Let's Playen sieht wesentlich einfacher aus, als es in Wirklichkeit ist. Ich muss hier jetzt leider ein bisschen warten. Oder warte mal, wenn wir jetzt sowieso hier stehen. Es gibt nämlich hier den Trick, dass wir einfach den Todeszungenpilz pflücken und dann hört das auf, hier so zu pesten. Wir müssen die später auch alle einsammeln, aber das wird dann ein bisschen einfacher. Okay. Ach, scheiße, jetzt hat er uns entdeckt. Siehst du, und das meine ich nämlich, es ist gut möglich, dass wir hier sterben. Wenn ich springe, sind wir schneller. Okay. Und hier habe ich mich das letzte Mal natürlich nicht hingetraut. Dabei wäre es so einfach gewesen. Ich weiß gar nicht, wie man das hier drehen muss. Ich könnte natürlich einfach mir den Hinweis anschauen. Das letzte Mal habe ich einfach hier so ein bisschen dran rumgedreht und dann ging es von alleine auf.
Ah ja, okay. Und hier finden wir nämlich das geheime Labor ganz weit unten von Faustus. Glas mit Schleim, Glas mit Schleim. Und die Kerzen brauchen wir, glaube ich, gar nicht ausfüllen. Nee, okay, sehr gut. Bevor ich mit Faustus quatsche, werde ich hier einfach mal ein bisschen ihn ausrauben zuerst. Scheint ihn ja nicht zu stören. Ich hatte gedacht, dass hier ganz viele Gläser mit Schleim sind und ich habe echt eingehend versucht, die alle einzusammeln. Aber es geht nicht, man kommt da nicht ran. Okay. Schön Getreide. Hier oben gibt es auch noch eine ganze Menge, was wir sammeln können. Ich werde übrigens in dieser Aufnahmesession so, hier ist auch endlich mal der Brennereischlüssel. Und deshalb mache ich erstmal unsere ganzen Wege auf. Ich werde in dieser Aufnahmesession, habe ich mir vorgenommen, ich hatte ja eigentlich mir vorgenommen, dir zu erzählen, was ich, warum ich so wenig Zeit habe. Das war eigentlich nochmal in dieser Truhe. Mehrere Florin und die Waldläufermaske, sehr gut. Pilze, Flaschen haben wir voll. Jetzt, da wir nämlich auch die Tarnung haben, brauchen wir gar nicht mehr so viele Flaschen verbrauchen. Und bevor ich jetzt wieder abgelenkt werde, ich wollte dir erzählen, wieso ich so wenig Zeit habe. Ich habe mir vorgenommen, in dieser Aufnahmesession so ein bisschen, also so ungefähr 9 Folgen aufzunehmen. Denn ich habe in der letzten Aufnahmesession, die übrigens letzte Woche stattgefunden hat, letzte Woche Dienstag und jetzt ist Freitag. Also heute ist die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wir haben es gerade 3.29 Uhr. Und ich werde auf jeden Fall mal ganz kurz hier hochfahren, weil wir hier oben noch einen Weg aufmachen. Und eigentlich bin ich jetzt schon wieder 3 Tage im Rückstand. Ich wollte nämlich am Dienstag auch wieder aufnehmen. Und dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr aufnehmen können, aber so wird es leider nichts. Und hier haben wir endlich den Fasslagerschlüssel und so machen wir uns natürlich alle Wege so langsam auf. Ich bin ein bisschen im Rückstand. Was war denn das? Ich dachte, da war irgendwas. Okay. Ich bin ein bisschen im Rückstand, denn nächste Woche Dienstag kommt Far Cry 5 raus. Das habe ich ja auch alles schon gesagt in der letzten Aufnahmesession. Und ich will gerne von Anfang an bei Far Cry 5 dabei sein. Das große Problem ist allerdings, und wenn du diese Folge hier siehst, ist garantiert schon die erste Folge von Far Cry 5 raus. Weil das ist einfach so, weil ich habe jetzt bis zum 30. glaube ich Folgen, also aus der letzten Aufnahmesession noch, das sind ja insgesamt 12 Folgen gewesen. Und jetzt sind wir glaube ich in der 16. Ist das jetzt die 16. Folge? Ah, shit. Der Pestdoktorhut und die Flasche können wir nicht mitnehmen. Okay, und dann reden wir jetzt endlich mal mit Faustus. Und ich versuche mir mal zu merken, was ich sagen wollte. Bei Faustus, den zu synchronisieren, finde ich ein bisschen schwierig, weil ich immer noch nicht genau weiß, wie ich ihn... Das wirst du jetzt gleich sehen. So, Apotheker. Der trägt nämlich diese Pestmaske und eigentlich finde ich es richtig gut, ihn so zu synchronisieren, dass ich irgendwie so rede, als wie durch eine Maske, weißt du? Aber das ist mega schwer und man kann es dann kaum... Also man kann es kaum verstehen und ich habe mir überlegt, dass ich ihn einfach so ein bisschen irre darstelle, wie so einen irren Wissenschaftler. Okay, mal gucken, ob ich es hinkriege. Habe ich nämlich noch nicht gemacht. Wo hast du bloß gesteckt? Ich warte schon seit Stunden auf dich. Ich weiß es nicht. Ich krieg das noch so ein bisschen raus, wie ich ihn synchronisiere. Auf mich? Ja, der Meister sagte mir, du würdest heute Nachmittag kommen. Ich weiß es nicht. Wie soll ich den synchronisieren? Mal gucken. Ja, der Meister sagte mir, du würdest heute Nachmittag kommen. Ich dachte schon, die Blutegel hätten dich erwischt. Nun gut, jetzt bist du ja hier. Du bist ganz schön dürr. Weiche Pfoten, schwache Arme. Aber du hast noch alle Körperteile. Gut, du erfüllst den Zweck. Dann lass uns loslegen. Vielleicht sollte ich ihn so ein bisschen synchronisieren wie Doc aus Zurück in die Zukunft. Marty! Ich habe dem Meister versprochen, dass diese Charge rechtzeitig zum Suhlen fertig sein wird. Und wir lesen natürlich, was das Suhlen eigentlich ist. Das ist nämlich saulustig. Suhlen, ein jährliches Ritual, das im Wald abgehalten wird,
wenn es stark geregnet hat und der Boden so richtig schön schlammig ist. 3 Tage lang kommen Geschöpfe aller Art und fragwürdigen Charakters zusammen, um sich zu suhlen. So nimmt man jedenfalls an, da es ein Geheimnis ist, welche Dinge sich genau beim Suhlen abspielen. Es ist darüber hinaus bekannt, unbekannt, was genau mit dem Suhlen zelebriert wird oder in welchem Andenken es geschieht. Es wird gemunkelt, es stünde für Tod und Wiedergeburt oder repräsentiere die Gelegenheit, sich in seinem eigenen Elend zu suhlen. Andere halten es für ein Ritual der Einheit, da alle Geschöpfe durch den Schlamm gleich aussehen und die gleiche Stellung einnehmen. Sicher ist jedoch, dass weniger Geschöpfe aus dem Suhlen hervorgehen, als zuvor hineingegangen sind. Okay. Und ich, Faustus Rott, halte mein Wort. Ich sollte ihn so ein bisschen arrogant synchronisieren. Ich komme noch irgendwie dahinter. Bei ihm ist es echt schwierig, finde ich. Ich lasse euch nicht im Stich, mein Herr. Das wird sich herausstellen. Ja, ich glaube, das mache ich so. Gut, ich muss mich um meine Angelegenheiten kümmern. Also wirst du auf den Destillierapparat aufpassen, während ich weg bin. Dies ist ein wichtiger Schritt im Herstellungsprozess. Falls der Druck zu weit abfällt, ist die Charge ruiniert. Alle Lecks im Topf oder im Rohr müssen sofort abgedichtet werden. Sei gewarnt, die Dämpfe sind extrem giftig, also arbeite zügig. Ich werde nur ein paar Augenblicke weg sein, du hast also nicht viel Zeit, um Dummheiten anzustellen. Bin gleich zurück. Okay. Dichte alle Lecks ab. Jetzt muss ich fix sein. Das ist ziemlich wichtig, das zu machen. Ne? Weil wir dadurch nämlich was ziemlich Cooles bekommen. Glaube ich. Ach nee, wir bekommen das durch was anderes. Aber hier kriegen wir ein paar Erfahrungspunkte dadurch. Wenn wir das schaffen. Und? War's das? Ja. Maus, ich bin zurück. Gab es irgendwelche Schwierigkeiten während meiner Abwesenheit? Nein, keinerlei Schwierigkeiten. Nichts, was mir Probleme bereitet hätte, Herr. Sehr gut, sehr gut. Herr, ich brauche eure Hilfe, um ein Gegenmittel für Spinnengift herzustellen. Aha, und aus welchem Grund sollte ich dieses Antivenin für dich herstellen? Falls eure Fähigkeiten dafür nicht ausreichen, verstehe ich das. Nicht ausreichen? Ich habe an der Universität von Chem Heilkunde studiert und ich werde nicht Universität von Chem. Chem ist bekannt als die ewige Stadt und ein Leuchtturm des Wissens, der sein Licht über ganz Pangaea wirft. Oder Pangaea. Ja, Pangaea, denke ich, ist richtig. Dort ist auch die renommierte gleichnamige Universität beheimatet. Man sagt, die Bücher innerhalb der Mauern der großen Bibliothek seien so zahlreich, dass man mit ihnen eine Treppe bis ins Himmelreich bauen könnte. Es wird auch gemunkelt, dass die Gelehrten von Chem sehr zur Übertreibung neigen. Okay, er hat an der Universität von Chem Heilkunde studiert und er wird nicht... Ha, du hast natürlich eine Probe des Giftes als Grundlage. Nein. Ja, das habe ich befürchtet. Sieh in den Fallen nach, die in der Kanalisation aufgestellt wurden. Da könntest du fündig werden. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Möchtest du meine Hilfe oder nicht? Hier, für das Gift. Die Ratte reicht dir eine kleine Glasfiole. Bring mir die Probe, ich erledige den Rest. Gut, aber wir brauchen noch was von dir, mein Freund. Nun, was gibt es? Herr, der Wärter ist tot, ermordet und in einen Brunnen geworfen, das sage ich jetzt erstmal. Ermordet. Jeder bekommt, was er verdient. Was braut ihr gerade, Herr, aber was... So. Fosal. Also, was braut ihr gerade, Herr, habe ich gefragt. Fosal. Ein einzigartiges Gebräu aus meiner eigenen Destillerie. Fosal, Herr, was ist das? Eine potente Version des Fusels, destilliert aus Fungi, dem erstaunlichsten Geschenk der Natur. Ach, Fusel haben wir schon gelesen. Ich nenne es Fosal im Andenken an meinen ersten Assistenten. Sein Name war Fosal? Aber nein, er hat es als erster probiert. Der Name leitet sich aus seinen Versuchen ab, nach der Einnahme das Wort Fusel zu artikulieren. Ich fand es eine passende Würdigung seines Opfers.
Was kann ich noch für euch tun, Herr? Und das wollte ich ihn eigentlich fragen. Du musst Müselproben des Todeszungenpilzes für mich sammeln gehen. 7 sollten reichen. Müsel? Ja, das verzweigte Hüben. Ja, das verzweigte Hyphennetz, das, wie dem auch sei, bring mir einfach 7 Todeszungenpilze. Todeszungenpilze? Die violettköpfigen Pilze, die in die Kanalisation wachsen. Du hast auf deinem Weg hier zweifellos ein paar gesehen. Todeszungenpilz. Der Todeszungenpilz wächst in Höhlen und anderen lichtgeschützten Orten entlang des östlichen Ufers des Veliasees. Er wird so genannt, weil er sein violetter Hut der heraushängenden, geschwollenen Zunge des der Toten ähnelt, die seinem Gift erlegen sind. Nimm die hier. Der Apotheker reicht dir eine Ledermaske ähnlich wie seine eigene und die brauchen wir nämlich, um uns nicht von diesen giftigen... Die wirst du brauchen, um dich nicht vor dem Miasma... um dich vor dem Miasma zu schützen. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Miasma? Wirst du alles wiederholen, was ich sage? Das Miasma, die giftigen Sporen, die Todeszungenpilze absondern. Geh jetzt, ich habe viel zu tun. So, und das wollte ich eigentlich bloß von ihm haben. Und dann flitzen wir zurück in die Kanalisation. Das ist hier der kürzere Weg. Dann müssen wir jetzt leider nochmal an diesem verdammten Blutegel vorbei und deshalb renne ich jetzt gerade nochmal zurück und speichere hier. Ich möchte nämlich das alles nicht nochmal machen, ehrlich gesagt. Unsere Folge ist auch fast wieder am Ende. Wir haben noch ungefähr 5 Minuten. Also so ganz grob geschätzt. Genau. Und Kleidung. Ich finde es auch cool, dass sobald wir diese Maske aufsetzen, haben wir hier so einen schwarzen Rahmen drumherum. Siehst du vielleicht gerade? Ach, fucking. Fuck you. So. Komm, verzieh dich. Elendes Drecksvieh. Also es sieht so ein bisschen aus, als ob wir durch so eine Maske schauen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ach, Penner. Ja, das kennen wir ja aber mittlerweile von dem Spiel. Mich würde mal interessieren, wie die auf eine Flasche reagieren. Soll ich das mal ausprobieren? Ich habe es das letzte Mal nicht ausprobiert. Wenn ich die Viecher nämlich töten kann, wäre das echt eine Erleichterung. Da ist es. Ich verstecke mich lieber. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich das Vieh abwerfen kann. Weil normalerweise wird es ja ein bisschen, also der Kreis wird ja irgendwie rund. Oder größer. Also unser Cursor, sag ich mal. Ich werde nochmal ganz kurz hier hinter gehen, auch wenn das so ein bisschen buggy ist hier hinten. Hier liegt auch noch Geld in, das waren 2 Florin. Hier können wir nämlich endlich mal diese Tür aufmachen, wo es zu dieser Leiter hoch zu dieser Zugbrücke geht, was ich schon mal gefunden habe. Und das große Problem ist, dass jetzt dieses verdammte Vieh hier wieder zurückkommt. Und jedes Mal, wenn wir hier rausgehen, verschwindet das Vieh. Oder auch nicht. Na komm, verzieh dich. Das letzte Mal hatte ich hier so einen kleinen Bug. Ich kann dir nicht genau erklären, was das für ein Bug war, aber es ist jetzt auch gerade nicht so wichtig. Doch, ich habe ihn wieder. Jedes Mal, wenn ich nämlich hier reingehe, dann erscheint es gerade erst wieder. So, und da ist er wieder. Oh, oh. Okay. Gut, dass ich gespeichert habe. Okay. Das ist nämlich genau das, was ich vermeiden wollte. So. Ah, hier liegt auch noch Geld. 3 Florin. Mistvieh. Ich wünschte, ich hätte eine Möglichkeit, um die Viecher zu töten. Denn das hier ist ein bisschen nervig, immer wenn das Vieh zurückkommt. Hier waren nochmal 2 Florin.
Und ich versuche jetzt einfach mal ganz fix an dem vorbeizuspringen. Nö. Okay. Das kennst du ja mittlerweile von dem Spiel und unsere Folge ist gerade am Ende. Wir haben eine ganze Menge in der Folge geschafft. Ich habe jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen, die Folge hier zu beenden. Ich werde nochmal zurück ins Fass gehen und speichern. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Ja, ich bin wieder nicht dazu gekommen zu erzählen, warum ich, genau, das wollte ich mir eigentlich merken. Dann erzähle ich dir endlich in der nächsten Folge, warum ich in dieser Aufnahmesession so wenig Zeit habe. Okay, ich werde mal groß. So, ja, wir haben in dieser Aufnahmesession noch etwa 5 Folgen vor uns. Ich habe mir so 9 Folgen vorgenommen. Und ja, ohne viele Umschweife, das letzte Mal habe ich ziemlich viel am Ende der Folge gesagt, diesmal nicht. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib so cool, wie du bist. Ich bleib auch so cool, wie ich bin. Und sage bis dahin, ciao. Give me that profile. Hier ist wieder Quarantos und ich sage welcome back to... Hör auf, hin und her zu rennen, du Arschloch. Die sind ja eigentlich Wissenschaftler, die meinen es ja eigentlich gut. Oh Gott.